Hey ho, meine Lieben! Kleines Auspackelvideo. Ja, eigentlich wollt ihr heute ein Grillvideo oder ein Topfvideo machen mit einem Hähnchencurry mit Mango, aber bis ich von der Couch wieder runtergekommen bin, aufgewacht bin, hat Schatzi hier in der Küche das schon fast fertig gehabt und da habe ich die Cam nicht mehr anmachen brauchen, aber jetzt machen wir das Backerl von grillrost.com auf. Ich habe absolut mal wieder keine Ahnung, was sie mir hier geschickt haben, aber ich finde es richtig krass und klasse geil, ab und zu mal solche Überraschungspakete zu bekommen. Da freue ich mich jetzt, das aufzumachen. Gehen wir darüber und packen wir aus. Ach so, ja, und für morgen habe ich Hüftsteaks raus. Wer da vielleicht noch eine Idee hat, wie ich die zubereiten könnte, der kann es noch ganz schnell unten drunter kommentieren. Ja, bevor ich eben morgen das Video mache. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja kommt ein richtig geiler Vorschlag und ich mach's nach. Aber jetzt Attacke. Ja, grillrost.com sind ja hauptsächlich dafür bekannt geworden für ihre Feuerplatten, wo es auch ja einiges an Zubehör gibt und. Aber ich sag's euch, ich weiß nicht, was ich dieses Mal bekomme. Wir möchten uns bei dir für die tolle Zusammenarbeit bedanken, egal ob in Videos, Bildern oder Instagram. Es ist toll, unsere Produkte bei den Profis, ich bin da auch bloß ein Hobbygriller, zu sehen und zu merken, dass unsere Produkte ankommen. Für uns stand das Jahr 2020 unter dem Begriff Feuerplatte. Hier möchten wir anknüpfen und im neuen Jahr einen eigenen imposanten Feuerplattengrill herausbringen. Hey, geile Sache. Wir sind dankbar und stolz, dass wir uns mit unserer Feuertonne die Grillszene in Deutschland mitgeprägt haben. Als kleines Dankeschön die kleinste Feuertonne. Hehe. Ja, wie jetzt? Eine Mini-Feuertonne. Was ist das zum Teufel? Ups. Da läuft der Öl oder irgendwas raus. Ja. Ich glaube, da muss ich mich mal schlau machen, was es mit dem Ding auf sich hat. Mini-Feuertonne. Eine Mini-Feuertonne, Leute. Ist sie nicht geil? Ob man die direkt so anzünden soll oder so? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Ein Grillanzünder oder was? Keine Ahnung. Ich werde mich jetzt schlau machen. Und ja, dann werden wir das Ding vielleicht einmal in Einsatz sehen. Herrlich, herrlich. Also Leute, ich bin nicht der Einzige, wo das Ding gleich anzünden wollte. Ja, das ist tatsächlich Sonnenblumenöl. Ja, gedacht für die Feuerplatte zum Beispiel. Richtig geil. Also freut mich. Es haben auch mehrere bekommen, also nicht nur ich alleine. Aber ich finde das eine richtig, richtig geile Geste von euch. Grillrost.com, Hut ab, macht's weiter so, freut mich. Ich find's geil. Ich find's einfach geil. Freut mich riesig.
werde ich auch verwenden. Vielleicht sogar morgen schon mit meinen Steaks. Katze, was machst du da auf dem Tisch? Unglaublich. Naja, okay. Leute, wir sehen uns dann morgen bzw. im nächsten Video mit den Hüftsteaks. Alles klar, wir sehen uns. Tschaikowski.